Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, gerade erst aufgewacht und direkt im Flieger. Eieiei. Junge, ich habe gerade davon geträumt, dass ich in einem Wald bin. Ach nee, du schläfst da auch gerade. Na gut, dann nehme ich mal dein Buch hier. Ah, ich muss mal ein bisschen was lesen. Denn hier dieses komische Madenessen. Mit. Weiß ich nicht, was da noch alles mit drauf ist. Was? Okay. Alles klar. Oh. Ach, das sind ja diese komischen Turbulenzen wieder, ne? Ja. Die sind schon ein bisschen stark. Halt ich mal fest. Ja, das ist schon ein bisschen heftig hier. Aber das kennt man ja schon, ne? Uiuiui. Oh. Mann, das ist eine richtige Achterbahn wieder, ne? Oh ja. Dem Jungen gefällt's. Autsch. Ah, scheiße. Wer sind Sie denn? Hallo? Bist du Onkel Heinz? Ja, nimm mal deinen Neffen mit. Zeig mal deine neue Wohnung. Ich komme gleich hinterher, ja? Ich leg mich da nochmal hin, ja? Oh, voll wieder unter den Rock. Eieiei. Ah, schön ausgeschlafen. So, erstmal fressen hier. Nochmal was fressen. Trinken. Mal ein bisschen Medizin nehmen. Trinken. Saufen am Bahnhof ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlecht. Dann mal was lesen. Nochmal was fressen. Nochmal was fressen. Und ja. Na, alles in Ordnung bei dir? Ja, Peace, ne? Peace out. So, ja, und damit herzlich willkommen zur Ersatzstaffel von The Forest. Ja, Staffel 8.5 steht an. Wer sich jetzt fragt, warum Staffel 8.5 und warum Ersatzstaffel? Ich will es mal so erklären, also ich habe es zwar schon gepostet, ja, dass ich PC-Probleme mal wieder habe. Ja, der PC ist jetzt schon zum vierten oder fünften Mal in Reparatur. Und ja, dafür muss es erstmal diese Ersatzstaffel erstmal herhalten. Leider. Aber gut, kann man nicht ändern. Und ja, ich habe das jetzt einfach mal Staffel 8.5 genannt, weil Staffel 9 macht das keinen Sinn, weil wir sind ja mit Staffel 8 noch nicht fertig. Und ich meine, die Staffel wird jetzt, also diese Session, die wird jetzt nur, ja, die ist einfach nur als Notfall einfach da, ja, damit wir wenigstens noch ein bisschen Forest auf dem Kanal haben. Zum Glück habe ich das auf der Playsee. Ja. Und, ne, damit wir jetzt nicht nur Amnesia haben, sondern auch Forest weiterhin, habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, dass wir jetzt einfach auch noch das hier machen. Weil, warum nicht? Ich meine, wir haben ja damals auch auf der PlayStation angefangen. Deswegen. Und ja, ich sag mal so, die SSD ist im Arsch irgendwie, habe ich gehört bei mir. Die muss ausgetauscht werden und ja gut, die wurde glaube, ja, die wurde bisher noch nie ausgetauscht. Die ist jetzt schon 5 Jahre alt tatsächlich. So lange habe ich den PC schon und die wurde bisher noch nie ausgetauscht und da ist es halt normal, dass die auch mal im Arsch geht. Deswegen muss die halt auch mal ausgetauscht werden und ja, das kann ich denn wie gesagt verstehen. Kostet halt leider dann 200 € das Ganze, aber gut. Ja, irgendwie brauche ich das Gerät ja dann doch schon irgendwie wieder. Weil, ja, sonst habe ich halt keinen richtig funktionierenden Rechner. Ich habe zwar noch einen alten hier, aber naja, die Kiste kann man vollkommen vergessen. Die ist schon 10 Jahre alt, die ich hier noch habe. Da würde ich eigentlich bei meinen anderen wieder zurückhaben wollen. Ja, das wäre mir dann ein bisschen lieber. Aber einen neuen Rechner werde ich mir so bald mal holen. So einen neuen Gaming-PC, das ist einfach. Es wäre besser. Würde ich sagen. Aber bis dahin dauert es noch ein kleines bisschen. Erstmal kümmere ich mich um den anderen, dass er wieder repariert ist, damit wir auch wieder Sons of the Forest weiter aufnehmen können. Und ja, da werde ich auch gleich morgen direkt anrufen, dass sie den Auftrag da machen sollen, dass er repariert wird und dann, naja, soll das eigentlich ganz schnell gehen und dann dürfte er, ja, ich glaube, der wird dann wahrscheinlich auch sogar diese Woche vielleicht schon fertig werden. Mal gucken. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber mal schauen, ne? Man kann ja nicht in die Zukunft blicken. Ja, und dass ich Forest eine Staffel auf der PlayStation mache, das ist ja nichts Neues mehr eigentlich, weil
Ich habe damals Staffel 1 von dem jetzigen Forest, also ich rede das nicht von dem alten Forest, das meine ich jetzt nicht, sondern dem jetzigen, also dem aktuellen. Da habe ich ja Staffel 1 ja damals auch auf der PlayStation gespielt, weil ja, da gab es nämlich auch ein PC-Problem und Staffel 4 habe ich auch auf der PlayStation gespielt. Ja, weil Staffel 4, das ist halt auch entstanden wegen dem PC-Problem. Also eigentlich, die Staffeln, die immer auf der PlayStation stattfanden, sind nur deswegen entstanden wegen eines PC-Problems. Ja, aber sonst hätte ich das, glaube ich, nie wirklich gemacht oder. Ja, sonst hätten wir eigentlich immer am PC gespielt. Aber jetzt ist es mal wieder soweit und diesmal halt mit Staffel 8.5. Ja, und. Ja, gut, kann man ja nicht ändern. Ich behalte mich währenddessen schon mal ein bisschen vor im Hintergrund, ne? Dann können wir noch mal ein bisschen reden hier. Ja, also das ist jetzt quasi schon die dritte Runde hier auf der Playsee. Na, krieg ich dich? Ja, die muss man zweimal treffen. Ja, warte mal. Vielleicht kriege ich den auch so. Ja, sehr schön. Klappt besser. Ja, das ist quasi jetzt die dritte Runde auf der Playsee hier auf diesem Kanal. Und ich hoffe auch die letzte Runde, weil, ja, wir wollen dann natürlich auf dem PC weitermachen. Das ist natürlich besser, weil, ja, da läuft es um einiges besser und PC ist einfach generell immer besser. Das ist einfach so hier auf der PlayStation 4. Ja, ist auch schön und gut, aber PC, sagen wir mal ehrlich, ist besser, ne? Wenn man The Forest spielt, ist einfach so. So, was wollte ich denn noch sagen? Also wir sind jetzt hier bei diesem Dorf hier oben auf dem Hügel abgestürzt, ne? Ah, schade, ich dachte, ich bekomme ihn. Ja, da ist die Frage, was machen wir denn diese Staffel eigentlich? Also da diese Ersatzstaffel eh nicht besonders lange geht, werden wir uns viel mehr auf das Bauen konzentrieren. Ich meine, mit dem Erkunden und so, das machen wir auf dem PC. Und ja klar, das Katana, das können wir uns jetzt gleich besorgen gehen. Das ist ja kein Ding, weil wir sind ja gleich hier. Und die moderne Axt, die könnten wir uns dann auch gleich mal einpacken. Das auf jeden Fall die beiden Sachen dann, ja, verwenden. Und wir suchen uns halt einfach irgendeinen Spot auf der Insel aus, wo wir einfach eine schöne Hütte bauen, mit der wir uns die nächsten Tage dann beschäftigen werden. Würde ich sagen. Und ja. Das wird jetzt, denke ich mal, auch keine wirklich große Hütte werden. Einfach so eine, ja, mittelmäßig, also von der Größe eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Einfach so eine schöne, damit wir dort ein bisschen bauen. Also wir werden natürlich auch wieder ein bisschen rumlaufen und ein bisschen was einsammeln. Wir werden auch ins Hauptdorf wieder gehen. In dieser Staffel hier, in dieser kurzen. Das machen wir auf jeden Fall. Ne, dass wir auch ein bisschen was von der Insel sehen und nicht immer nur bei einem Bauspot sind. Die Höhlen, naja gut, die Höhlen fallen jetzt diesmal ein bisschen weg. Ja, die machen wir jetzt nur am Anfang für die moderne Axt und das Katana, ne? Weil ich finde, die beiden Sachen sind schon die wichtigsten, die man so ganz schnell bekommen kann. Aber jetzt so in den Krater runtergehen, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nur auf dem PC. Und ja. Und ich habe mir sogar mal vorgenommen, dass ich in dieser Staffel gerne mal woanders bauen möchte. Wir haben zwar unsere Spots, die wir ja schon seit Ewigkeiten ja schon haben, ja, also so dieser Strand zum Beispiel, ne? Ja klar, da werden wir auch dieses Mal wieder eine Speicherhütte machen, weil das ist Tradition bei uns mittlerweile schon auf dem Channel. aber ich möchte jetzt nicht wieder da an dem Teich, also an dem Schwänzesee wieder bauen, weil, ja, wir bauen schon in Staffel 8 aktuell da und ja, wir haben jetzt auch schon dreimal da gebaut und ich weiß, der Spot ist auch schon Tradition gefühlt auf diesem Channel, aber ich möchte gerne mal woanders bauen. Vielleicht mal an einem Ort, wo ich noch nie gebaut habe in The Forest. Und da würde tatsächlich am ersten in Sinn kommen, auf der nördlichen Hälfte der Insel zu bauen, weil da habe ich so gut wie entweder seit Jahren nicht mehr gebaut oder noch nie. Also da gibt es halt wirklich Orte oder Flecke der Insel, wo ich mich nie wirklich aufhalte, ne? Ne, kleiner Luch? Ja, renn mal weg. Und ich würde mal sagen, wir bauen einfach mal in dieser kurzen Staffel irgendwo auf der nördlichen Hälfte, weil das haben wir bisher auf diesem Channel, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Außer in Staffel 6 damals, die ja letztes Jahr stattfand.
Da haben wir an diesem Schneesee gebaut, ne, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Also ältere Zuschauer wissen das, neue wissen das noch nicht. Also, ne, es gibt ja im Norden diesen Schneesee, da habe ich damals in Staffel 6 gebaut, Stammzuschauer. Ja, scheiße. Die länger schon zugucken, wie der Dave zum Beispiel, die wissen das, ja. Der guckt mir auch schon seit Staffel 6 dazu. Staffel 5 noch nicht, das weiß ich tatsächlich. Ja, weil wir sind erst so ab Staffel 6 aufeinander so getroffen. So, ich gehe jetzt mal schon mal in die Katana-Höhle rein. Und ja, da möchte ich jetzt aber nicht bauen. Eher in so einem trockenen Gebiet. Also, ja, was heißt trocken? Also, da wo noch schön alles grün ist und jetzt kein Winter herrscht. Irgendwo da in der nördlichen Hälfte. Also, wo noch grüner Wald ist. Ja, die nördliche Hälfte ist ja auch verdammt riesig. Ja, die ist ja größer, glaube ich, als die südliche Hälfte. Ja, ich glaube ein kleines bisschen auf jeden Fall. Und da sind halt auch viele grüne Flecke auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gucken uns dann einfach mal so an, was wir denn da so für einen Bauspot finden. So einen netten kleinen. Ich habe da, glaube ich, sogar schon einen im Kopf, glaube ich. So, Timmy Spielzeug, ne? Das kennen wir schon alles hier. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr groß erläutern hier. Also wir gucken dann einfach mal. Und ja, aber ich würde mal sagen, wir besorgen uns erstmal hier das Katana. Und gehen natürlich links dran vorbei, weil ich glaube, mit Galoppelheinz und seinen Freunden wollen wir jetzt noch nichts zu tun haben. Ich glaube, den Weg, den meiden wir dann erstmal, weil das bringt das nichts, so früh da jetzt hinzugehen. Deswegen meinen wir den erstmal. Ich mache es auch erstmal heute eine schöne fette Aufnahmesession, damit wir ja schön viele Folgen natürlich schon mal haben. Ne, dann kann ich den alle dann hochladen denn schon mal oder also nach und nach denn. Ja, hier auf der PlayStation ist es mit dem Hochladen ja, naja, ist ein bisschen anders halt. Also ja, Passagiere mal wieder. Ich habe auch so das Gefühl, mit dem Hochladen geht das auch hier viel schneller auf der PlayStation. Also mit Amnesia, das ging wahnsinnig schnell, habe ich festgestellt. Das ging gefühlt viel schneller als auf dem PC. Fragt mich bitte nicht warum. Ja, weil so häufig bin ich an meiner PlayStation an sich ja auch nicht mehr dran, aber momentan durch das PC-Problem bin ich es ja wieder. So, ich mach wie immer Licht hier, ne? Das kennt ihr ja mittlerweile, ne? Das ist ja nichts Neues mehr. So, gib mal dein Katana her. So, okay, dann holen wir jetzt mal schnell die Taschenlampe. Die ist ja wie immer hier hinten. Okay. Ja, wir können ja an sich ja über die PlayStation-Version, weil da ja mein Kanal ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen größer geworden ist, weil damals zu Staffel 4 Zeiten, da war mein Kanal, da hatte ich glaube ich noch 50 Abos oder so gehabt, aber mittlerweile mit über 200 Abonnenten ist ja was anderes. Also, warum nehme ich nicht gleich das Katana? Ist doch besser. Da können wir dann nochmal ein bisschen über die PlayStation-Version von The Forest mal reden. Weil da gibt es nämlich auch ein paar kleine Unterschiede zur PC-Version. Aber ich denke mal, das sprechen wir dann vielleicht ein anderes Mal an. Also jetzt nicht in dieser Folge. Also ich möchte mir wieder so eine Themenfolge mal wieder aufbehalten dafür. Das machen wir dann vielleicht ein anderes Mal, ja? Vielleicht nächste Folge mal gucken. Und, naja. Wie gesagt, da gibt es halt schon Unterschiede. Und ich möchte halt mal ein bisschen drüber reden. Ne? Über so über die PlayStation-Version und so die Unterschiede zwischen PlayStation und PC-Version. Weil das ist auf jeden Fall auch ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Und da sind vielleicht auch so ein paar Sachen mit bei, die ihr vielleicht nicht wusstet. Ja, mal gucken. Also, weiß ich ja nicht. Und ich. Soll ich den Gucci-Koffer aufmachen? Ich mach den mal auf. Komm. Ich glaube, das flippt der Typ gleich wieder aus, weil. Naja, manchmal flippt er aus, manchmal nicht. Das ist mal unterschiedlich bei ihm. Ich würde hier aber trotzdem gerne mal schnell weg. Das sind eigentlich seine. Ja, doch, seine Freunde sind noch da.
Oh, wir sollten mal lieber schnell runter. Jetzt kommen sie nämlich. Oh, oh, oh. Der kann nämlich sogar in diesen Raum hier vorne vordringen. Tatsächlich. Also er und seine Kumpels. Achso, ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Ich bin auf normal. Ja, weil ich wollte ein bisschen entspannter jetzt mal diesmal machen. Nicht auf Hard Mode. Weil ich hätte schon, dass wir auf dem PC schon im Hard Mode spielen. Da können wir jetzt auch mal wieder hier ein bisschen entspannter angehen. Dass wir einfach entspannt eine Basis bauen. Unsere Freunde, ja, dass die uns auch wieder besuchen gehen, besuchen kommen. Ja, also das wir mal ein bisschen entspannter wieder machen. Das Tauchergerät werde ich mir diesmal nicht holen, ja. Also in die Höhle brauchen wir diesmal gar nicht reingehen. Also wie gesagt, nur Katana und die moderne Axt, das reicht mir eigentlich schon aus. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Hauptdorf, weil die Höhle ist ja auch mit der modernen Axthöhle ja quasi ja. Also das ist ja alles connected dort. Und da findet man ja auch zum einen auch die Karte und den Kompass. Ja, an sich brauche ich die beiden Sachen auch nie wirklich, aber Alter, der Wind. Ich komme direkt aus der Höhle raus. Kommt schon direkt der Sturm hier. Also wir gehen jetzt einfach mal dahin, weil dann können wir auch die Karte und den Kompass gleich mit einsammeln und ja, so ein bisschen was aus dem Hauptdorf vielleicht schon mal einsammeln. Und dann gehen wir von dort aus, durchqueren wir dann ja einen Teil der Höhle dann zur modernen Axt und dann kommen wir dann quasi später im Wald dann raus. Das werden wir jetzt, glaube ich, naja, das werden wir in dieser Folge wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, aber in der nächsten. Wir sind schon bei 16 Minuten und ich möchte jetzt, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt das gleich eine Überlänge machen. Das ist halt so die Sache. Die Stelle finde ich auch ganz interessant hier, ne? Weil diese komischen Steinfelsen hier auf dem Boden, ne? Findet man auch nicht an jeder Ecke hier. Also schon an manchen, aber nicht an jeder. Da könnte man schon fast denken, da sind Seen ausgetrocknet oder so. Ja, ist auch wieder diese komischen roten Büsche hier irgendwie. Also sehr, sehr interessant das Ganze mal wieder. So. Dass wir mal so früh hierher kommen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja. Ich glaube, in Folge 1 sind wir, glaube ich, noch nie wirklich hierher gekommen in dem Hauptdorf, oder? Nee, ich glaube noch nicht. Es dürfte, glaube ich, das erste Mal sein. Oh, und da drüben sind, glaube ich, schon Gegner. Ja, das sind schon Kannibalen. Ja gut, irgendwann müssen die auftauchen. Aber ich habe eine Idee, was ich, glaube ich, auch diesmal machen könnte. Ich habe da, glaube ich, eine Idee. Damit wir auch mal hier kurz speichern können oder so. Das habe ich ja nämlich auch privat hier schon mal gemacht. Ja, sollen wir uns schon mit denen anlegen oder sollen wir lieber noch warten? Ja, wir können auch erstmal aus der Ferne gucken, was sie so treiben. Ja, wobei das bei Kannibalen ehrlich gesagt nicht so interessant ist. Bei den Ureinwohnern ist es interessant, aber bei den Kannibalen, ja gut, die laufen geduckt herum. Sind dreckig. Und naja. Angriffslustig. Sagen wir es mal so. Ja, okay, einen Teil des Dorfes werde ich schon mal looten. Ansonsten halt dann, wie gesagt, den Rest noch später. Aber ich möchte. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Ich möchte jetzt mal ein kleines Speichertent hier drüben mal bauen. Da drüben ist noch diese eine Hütte. Und das habe ich früher privat auch immer wieder mal gerne da drüben gemacht, dass ich mal so ein Speichertent dort gemacht habe. Das war recht interessant hier in diesem Dorf gewesen, muss ich gestehen. Und ich würde mal sagen, das machen wir einfach mal schnell, weil falls man hier mal vorbeikommt, könnte man mal schnell speichern oder so. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, weil hier ist immer was los. Und ich sag mal so, man hört, wenn man hier baut, sehr, sehr viel Geschrei. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und es kommen halt auch sehr, sehr viele Patrouillen vorbei, da muss man. Ja, Alter, guck mal, ich wurde schon direkt entdeckt. Hat der gerade seinen Freund. Der, guck mal, der hat gerade seinen Freund umgehauen. Habt ihr das gerade gesehen? Ich komme hier gerade an und sofort wieder Keile. Keile über Keime. Guck mal, der hat gerade wieder seinen Freund geschlagen. Habt ihr das gerade gesehen? Einfach mal ein bisschen geblockt halten, weil die prügeln sich ja manchmal. Also früher war es häufiger, aber heutzutage ne, eher selten. Da müssen die sich dann immer ein bisschen treffen halt. Ja, kommt. Jetzt reicht's mir aber hier. Oh, scheiße, wir müssen noch auf den aufpassen.
Aber das Gute ist, wir können das auch schon gleich Knochenrüstung machen, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Achso, der lebt ja noch. Ah, okay. Alles klar. Ja, seht ihr, was ich meine, ne? Hier geht's schon richtig ab hier und das schon in Folge 1. Also, das ist ja schon krass hier. So, ich denke mal, die Flare-Gun. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die besorge in dieser Staffel. Ich würde es eigentlich gerne mit dem Winterwams wieder machen, aber. Ja, ich guck mal. Vielleicht holen wir uns die doch noch. Ja, und wie gesagt, ich habe dann hier mal privat in so ein Speichertent gebaut. Die habe ich tatsächlich von Gronkh, weil der hat nämlich früher in diesem Ding hier auch immer gebaut. Tatsächlich, wo er The Forest in der Alpha-Version immer früher gespielt hat. Oder mit dem Sarazar war es, glaube ich, auch. Da hat er in diesem Ding hier gebaut. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, ja komm, das kann ich doch auch mal machen, oder? Und das habe ich dann früher mal gemacht und das war eigentlich recht interessant gewesen, weil wie gesagt, du hörst ständig Geschrei von Ureinwohnern, so Kommunikationsschreie, siehst überall Taschenlampen in der Nacht, überall Patrouillen. Also ja gut, gibt es auch die Momente, wo es mal ruhig ist, aber grundsätzlich ist eigentlich immer was los hier. Und das haben wir, glaube ich, im LP bisher noch gar nicht gemacht. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich würde mal sagen, wir können das ja mal machen, oder? Das ist wieder eine spontane Idee, ich weiß, aber ich meine, warum nicht? Also ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Irgendwie ist mal was anderes. Wenn wir so ein Ureinwohnerhaus haben wir noch nie gebaut, glaube ich. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern irgendwie. Das können wir ja mal machen, weil das haben auch schon so einige Leute halt gemacht irgendwie. Das heißt nicht nur Gronkh, sondern auch viele andere. Und ne, da brauchst du einfach so Wände davor mit einer Tür. Da bist du dann sicher vor den Leuten. Ja klar, musst du noch Bauschaden dann ausmachen. Es ist ja natürlich wie immer. Und dann, ja. Hast du quasi deine Schutzfestung hier, die eigentlich ziemlich schnell fertig zu bauen ist. Also wäre sogar vielleicht eine Idee für euch, ne? Falls ihr so, weiß nicht, Anfänger seid. Ja gut, ihr müsst halt aufpassen auf die Eingeborenen. Müsst ihr die halt besiegen, weil in den Dörfern das halt immer ein bisschen mehr los. Aber wenn ihr euch beeilt oder so, dann könnt ihr nämlich ganz schnell einfach so ein. Schon so eine Art kleine Bude hier quasi schon zusammen basteln. Ja, da müsst ihr euch halt beeilen, ne? Das ist ja klar. Aber das geht halt auch, ja, relativ schnell. Aber wir werden die Wand trotzdem erst in der nächsten Folge bauen, weil, ja, wir sind ja schon ein bisschen rumgelaufen hier. Das ist halt die Sache. Und die Wand, ja, die Wand dauert halt am längsten, aber ist auch nicht allzu lange natürlich, ne? Das ist klar. Und ja. Das machen wir dann gleich zum Beginn der nächsten Folge. Jetzt kann ich mich auch gleich speichern gehen und ich weiß gar nicht, welchen Spielstand ich opfere. Ich glaube, ich nehme mal den zweiten, weil ich glaube, der war jetzt nicht so speziell, oder? Ich nehme mal den hier. Naja, komm, überschreibt ihr mal. Nehmen wir mal die 4. Für die PlayStation 4 passt der, glaube ich. Ja. Und dann können wir mal gucken, ob wir schon mal schlafen können oder nicht. Können wir schlafen? Ja, wir konnten schlafen, sehr gut. Und ich habe auch einen Gucci-Koffer passenderweise noch drin. Kannst du gleich nochmal umziehen. Oh, sogar ein Pulli an. Sehr schön. So, und dann dürfen wir natürlich auch unser Feuerchen auch nicht vergessen. Das ist ja klar. Jetzt kommt mir gerade so vor, als würde ich die ganzen. Also, hier, also ich komme vor, als würde ich wieder so ein Tutorial wieder hier durchgehen, obwohl ich das gar nicht brauche für dieses Spiel. Ja, keine Ahnung, aber es wirkt irgendwie so. Ja, das ist ganz komisch. So, das sind ja hier Brombeeren, ne? Kannst du ja fressen, mein Freund. Hallo? Naja. Ich kann die Büsche schon mittlerweile ganz gut auseinanderhalten. Ich weiß, dass es nämlich Brombeerbüsche sind. Die sehen immer so aus. Also ich kenne eigentlich alle 4 Beerenarten in diesem Spiel, ne? Blaubeeren, Brombeeren oder Himbeeren, wie auch immer halt, ja. Also diese schwarzen. Dann die Schneebeeren und die Heckenkirschen. Ne, das sind halt so diese 4 Arten da. Zwei sind gut, zwei sind giftig. Die anderen beiden kann man immer gut für Giftpfeile verwenden. Da werden die Gegner immer schön grün. Ja, das ist so ein Effekt, der mir leider in Sons of the Forest fehlt, dass die Gegner immer so grün werden. Das finde ich ein bisschen schade irgendwie, aber gut, kann man ja jetzt nicht ändern. Und tatsächlich haben wir unseren Hunger eigentlich schon gestillt. Aber ich denke mal, wir packen es in der nächsten Folge nochmal ein Lurch auf den Grill. Ja, und ich hoffe, dass euch die erste Folge von der Ersatzstaffel gefallen hat. Und da liegt noch eine Dose herum, okay, wusste ich gar nicht. Ja, okay. Hier findet man immer Dosen. Die respawnen ja immer so neu.
Also besonders auch in Höhlen, ne? Da respawnt ja immer einiges neu, aber gut. Ja, wir gehen ja in der nächsten Folge eh wieder in die Höhle. Und ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Von der ersten Folge der Ersatzstaffel. Und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit bei, wo wir dann in die Höhle wieder reingehen und die moderne Axt besorgen. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst euch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.